helfen. Das ist eine Ansage. Naja, der gute Kampf. Worum geht's da? Stellen Sie sich ein Bild vor, okay? Ein Bild des Ödlands, der Hauptstadt. Und was sehen Sie? Nur Ziegel und Steine. Und sonst nicht recht viel, oder? Die Leute hier kommen mehr schlecht als recht über die Runden. Sie müssen kämpfen, um zu überleben und das bisschen zu behalten, das sie noch haben. Dazu kommt noch der andere Mist. Sklavenhändler, Supermutanten, Raiders, die auch ein Stück vom Kuchen wollen und es sich mit Gewalt nehmen. Die Leute wehren sich also. Wir war das nochmal mit dem guten Kampf? Wieso wir? Muss da nicht eigentlich stehen, wie? Naja. Ich muss meinen Vater finden. Für diesen Unsinn habe ich keine Zeit, ja. Die Leute wehren sich also. Sie können sich nicht wehren. Nicht gegen solche Feinde. Entweder sie hauen ab, oder sie bleiben hier und gehen drauf. Das ist einfach ungerecht. Und da komme ich ins Spiel. Ich kämpfe den guten Kampf. Und GNR ist meine Waffe. Der Klang der Wahrheit durchdringt das Ödland. Verdammt, jemand muss dem Mist vom Radiosender der Enklave ja was entgegenhalten. Finde ich gut. Es wundert mich, dass sie immer noch leben. Es sind nicht Worte, die Menschen töten, sondern Waffen. Ich verstehe das mit ihrem Kampf ja. Trotzdem muss ich meinen Vater finden, ja. Es wundert mich, dass sie noch leben. Ah, ich habe genügend Feinde, die nichts lieber tun würden, als mir eine Kugel zwischen die Augen zu jagen. Das Einzige, was sie noch daran hindert, ist Sarah Lyons mit ihrer stählernen Bruderschaft. Wir haben da einen netten Deal. Sie sorgen dafür, dass ich die Radieschen nicht von unten sehe, und ich gebe ihnen ein festes Dach über dem Kopf. Finde ich gut. Die Typen draußen gehören zur stählernen Bruderschaft. Wer sind diese Leute? Ich verstehe das mit ihrem Kampf, ja. Trotzdem muss ich meinen Vater finden, das hatten wir. Dieser gute Kampf ist mir sofort egal. Helfen Sie mir jetzt oder nicht, ja. Die Typen draußen gehören zur stählernen Bruderschaft. Soviel ich mitbekommen habe, waren das die Leute, die ihn den Arsch gerettet haben. Sie halten die Ruinen frei von Supermutanten, damit Leute wie Sie in einem Stück zu Leuten wie mir durchkommen. Ohne die würden wir bis zu den Knien in Mutie-Scheiße stecken. Also erstens habe ich die ja gerettet, indem ich diesen Supermutanten getötet habe mit dem Fat Man. Also habe ich ja hier wohl die gerettet und nicht die mich. Ich verstehe das mit ihrem Kampf, ja, trotzdem suche ich meinen Vater. Trotzdem muss ich meinen Vater finden, so, Entschuldigung. Ja. Tut mir leid, ich bin es so gewohnt, mit einem stummen Publikum zu reden, dass ich einfach davon ausgehe, dass auch Sie nur meine Stimme hören wollen. Will ich. Also, Sie wollen wissen, wo Ihr Vater steckt? Okay. Im guten Kampf gibt's aber eine Regel. Wo Hilfe gebraucht wird, muss auch Hilfe geleistet werden. Ich bin für alle Infos dankbar, die mir bei der Suche nach meinem Vater helfen. Was könnte ich wohl für Sie tun? Sie haben doch schon alles. Können Sie es mir nicht einfach sagen? Gucken Sie nicht so blöd und beantworten Sie meine Fragen. Naja, ich bin für alle Infos dankbar. Sie wollen also wissen, wo Ihr Papa ist. Und zufällig ist meiner Wenigkeit bekannt, wo er sich aufhält. Er war hier, bei Galaxy News. Wir hatten ein cooles Gespräch. Er ist ein echter Stehauf-Typ. Wenn Sie mehr wissen möchten, müssen Sie zum guten Kampf beitragen. Sprache 19%. Tweedog, wenn ich meinen Vater finde, kann ich Ihnen beim guten Kampf helfen. Ja, das wird wahrscheinlich nicht klappen. Naja, oh. Ihr Vater ist so ein Wissenschaftler-Typ, so ein Intelligenzler oder sowas. Glauben Sie wirklich, dass er unsere Sache unterstützen würde, wenn Sie ihn finden? Ganz sicher. Er sprach immer davon, das Richtige zu tun. Vielleicht sollte ich ja doch dazu beitragen. Irgendeine Idee? Ja, ganz sicher. Als Ihr Vater hier durchkam, verbrachten wir ziemlich viel Zeit miteinander und sprachen über Gott und die Welt. Er erwähnte irgend so einen wissenschaftlichen Krimskrams, den ich nicht verstand. Irgendwas von einem Projekt Purity. Er hat auch etwas davon gesagt, Dr. Lee in Rivet City besuchen zu wollen. Danach ist er schnell aufgebrochen. Rivet City? Wo ist denn das? Dann also auf nach Rivet City. Auf Wiedersehen, Tweedog. Ja, fragen wir mal, wo das ist. Noch nie was von Rivet City gehört? Unglaublich. Einfach nur unglaublich. Naja, ein Haufen von diesen Intelligenzlern tat sich zusammen und verwandelte einen gestrandeten Flugzeugträger in eine Stadt.
Ziemlich cool, was? Folgen Sie einfach dem Fluss Richtung Süden. Dann können Sie die Stadt gar nicht verpassen. Gut. Wir haben leider kein Level up. Warum rennt der jetzt weg? Tree Dog hat gerade voll einen Waffe. Mitnehmen darf ich hier auch nichts, das wäre alles stehlen. Das ist jetzt nicht euer Ernst. Dass ich hier lang muss und dann den ganzen Weg hier lang. Das ist ja wohl unmöglich. Naja, aber das mit Rivet City machen wir auch erst später. Der Vogel hat nichts mehr für uns. Wie kann ich helfen? Das ist sehr cool. Ich muss jetzt los. Wie kann ich helfen? Kann mich jemand in der Zitadelle im Tragen von Powerrüstung trainieren? Paladin Gunny kann Sie trainieren, aber Sie brauchen zuerst die Genehmigung des ältesten Lions. Sie finden ihn meistens in der Nähe des Labors. Ja, ich muss jetzt los. Der Stahl sei mit Ihnen. Das ist ja sehr interessant. Lackierpistole haben wir weggeschmissen. So, wollen wir mal erstmal wieder nach Megaton zurück. Reise nach Megaton, ja. Ich muss nämlich jetzt ganz viel Müll loswerden. Ja, das ist schön, dass du es erkannt hast. Ist aber auch nicht so schlimm. Dürfte ich Ihnen einen alsbaldigen Arzt besuchen? Nein, darfst du nicht. Ja, Waffen wollen wir erstmal gucken, wie weit wir eine Waffe reparieren können. Die können wir nicht weiter reparieren. Die Jagdflinte können wir auch nicht weiter reparieren. Aber die konnten wir reparieren. Die können wir reparieren. Laserpistole. Das Sturmgewehr können wir nicht reparieren. Das auch nicht. Das auch nicht. Das aber. Und schon mal nochmal. Jetzt hätten wir alles soweit repariert. Wieder unter Waffen. Das ist ein Fatman hier. Jagdflinte nehmen wir nur zwei mit. Die Laserpistole lassen wir hier. Das Luftgewehr. Das Messer. Das lassen wir, nehmen wir mal alles mit. So. Haben wir irgendwas zu essen dabei, was wir... Ja, das ist nämlich total Müll. Altmetall und so lagen aber oben. Das muss auch alles seine Ordnung hier haben. Gegenstände, ein zweiter, sonstige, Altmetall, Harmonika, Ohne Machmaschine, Bruderschaft, nicht so wichtig, Metrotickel, Rasenmäher,
Ja. Oh, ich wollte noch schlafen gehen. Zehn Stunden mal. Damit wir uns schön ausruhen. Und danach wieder topfit sind. Wie kann ich Ihnen dienen? Mal mit dem reden. Wenn ich mich vorstellen darf, ich bin Wadsworth, Ihr persönlicher Roboter-Butler. Das ist ich schön. Bin hier, um mich um Ihre Bedürfnisse zu kümmern und Sie zu unterhalten. Was darf es denn sein? Wo kann ich mehr Artikel für mein Haus kaufen? Ich hätte gern etwas zu trinken. Ich hätte gern einen Haarschnitt. Erzähl mir einen Witz. Ich muss es los. Ja, erzähl mir mal einen Witz. Ich war mal in einem Krematorium, das Preisnachlässe für Brandopfer anbot. Ha, ha, ha. Ich wünsche einen schönen Tag. Das war jetzt lustig. Wackelpuppen haben wir noch keine. Oder keine mehr. Die Schlaue weiß, dass ein Verband die Wunden nur verbirgt. Ach, der Schlaue weiß, dass ein Verband die Wunden nur verbirgt. So. Ja, weiß ich. Die Waffe ist völlig geladen. Ja gut, dann würde ich auch mal wieder sagen, das war's erstmal wieder von Let's Play Fallout 3. Ich hoffe, ihr hattet wieder ein bisschen Spaß beim Zusehen. Und kommentiert das Video, bewertet und abonniert mich. Und sonst würde ich sagen, bis zum nächsten Video und bis dahin, ciao.